Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und ich bin zurück bei Victoria 3 mit Österreich oder Deutschland in dem Fall. Tut mir leid, die letzten zwei Aufnahmen sind ohne mein Gespräche, was vielleicht die beste so ist. So habt ihr mir einfach nur zuschauen können beim Spielen, ohne zu sehen, was ich so alles mache. In between Episodes habe ich, wir sind wieder auf 18. Wo holen wir uns da? Also in between Episodes habe ich wieder ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ihr seht, wir haben da einen Haufen Gebäude in der Warteschlange. Wir haben unglaubliches Blut. Diplomatic Pacts sind gar nicht so viel. 52.000. Okay. Minting 807.000. 790.000 aus Income Tax. 150.000 aus Consumption Tax. Dividende. Dividenden so. Großartig, einfach großartig. Noch einmal 995.000 aus dem Investitionspool. Und die Ausgaben sind viel kleiner. Yep. Ich habe immerhin eine halbe Million Pfund pro Woche, so etwas weiß ich übrig. Ja, wir haben Bürokratie, ein wenig einen Mangel, aber ich habe weitere. Erstens einmal habe ich alle Government Buildings aufgestockt auf die höchste Stufe, und ich habe jetzt auch ein paar neue Government Buildings gebaut. Jo, mal, wie weit sind wir mit dem Panama-Kanal? 3 Wochen noch, dann haben wir den Panama-Kanal und dann sind wir prestigemäßig nicht mehr. Nie mehr wieder in irgendeiner Weise in der gleichen Liga mit allen wie alle anderen. Spanien hat mich schon wieder embargoht. Wappla. Schauen wir uns mal kurz an, wo wir sind. Wir sind Rang 1. Prestigemäßig haben wir mehr als doppelt so viele Punkte wie Frankreich. BIP-mäßig haben wir mehr als doppelt so viel wie Frankreich. Großbritannien ist noch immer Nummer 2, aber ja, China ist Nummer 3. Nein, Russland, China sind circa gleich auf. Russland hat jetzt ein starkes Wachstum. Sehe ich gerade, aber viel zu spät. Ja, wir haben 1914 und kein Erster Weltkrieg ist in Sicht. Finde ich gut. So, Frankreich hatte ein sehr schnelles Wachstum. Ich weiß nicht genau, warum sich das so abgeflacht hat bei denen. Vielleicht haben sie keine Bevölkerung mehr. Who knows? So, was ist das? Trade Agreement mit Frankfurt. Naja, klar, machen wir doch glatt. In Wirklichkeit, was hältst du davon, Frankfurt, wenn du in unsere Customs Union kommst? Minus 17. Hast du was, wenn wir Start Rolling, dann können wir dich vielleicht auf diese Art und Weise einholen. Malachia hat mehr Öl, na sowas. Wie wär's, wenn sie auch welches abbauen? Komm schon, Malachia. Bist immerhin in unserem Markt, du solltest das tun. Keine Oil Rigs. Ich meine zumindest, ich meine, diese Leute sind. Die Walachei ist wie heißt das? Ein Protektorat von mir. Die sollten in Wirklichkeit
Wirklichkeit sollten wir etwas bauen können. Oh, wir haben eine Obligation von Brasilien bekommen, sehe ich jetzt gerade. Und da haben wir einen weißen Frieden. Das ist cool. Das heißt, es gibt Sambia. Wir könnten vielleicht Sambia ebenfalls in unsere Struktur einbauen. Nur noch überlegen, ob wir das machen. So, aber wir haben eine Obligation mit Oi. Defensive Pact. Wird das? Geht sich das aus? Nö, natürlich nicht. Aber nur minus 23. Wenn sie Defended Borders weggeben, sollte es funktionieren. Was haben wir für eine Beziehung zu ihnen? Plus 50. Wir könnten es auf plus 80 rauftun. Indem wir die Obligation einsetzen. Das mit der Allianz. Wird sich das ausgehen? Jo. Wenn wir die Allianz haben, das Protektorat dann besser funktionieren. Bringt das einen Bonus, wenn man Allianz hat? Ah, wartet mal, mit wem haben wir denn Allianz? Wir haben Allianz mit jemandem da, mit Schweden. Gut, wenn ich euch vorschlagen würde, ein Protektorat zu machen, hat die Allianz einen positiven Vorteil? Nö. Im gleichen Customs Union zu sein, bringt was. Das heißt, Allianz bringt nichts fürs Protektorat. Attitude. Relations amicable. Kann man das sehen, wie viel es besser wird, wenn man größere hat? Okay, wartet mal. Wir können uns die Relations anschauen, oder? Das ist die Attitude. Okay. Wir können uns aber auch die Relations anschauen. Ah, das ist die Relations. Da haben wir Amicable. Friendly. Friendly. Das ist besser als Dings, oder? 50. 82, ja. Macht das einen Unterschied? Plus 25, ja, das macht einen Unterschied. Das sind 15 Punkte mehr. Bringt uns das was? Nö. Ist noch immer zu wenig. Stärkere Armee würde uns was bringen. Okay, was wir als erstes machen, ist einfach Folgendes. Wir werden da mal Absolve Obligation machen und sind auf Friendly. Wenn ich jetzt auf Grid gehe, haben wir nur noch minus 58. Das, was wir wollen, ist, wir wollen mehr, wir wollen ein größeres Heer und ein stärkeres Heer. Und auch mehr Schippernackeln. So, hier haben wir 60 Schiffe, da haben wir 10.
Das heißt, eine Naval Base. Was wir machen ist, wir brauchen dann noch einmal 10. Ships her. Und da auch noch 10 Ships. Schauen wir mal. So. Police Brutality. Noch sowas, aber. The use of extreme force is becoming increasingly common among police officers in Elbe. The working class and the socially conscious are rallying against the police as an institution. Cannot tolerate this behavior. Es gibt uns einen Plus für Rural Fall. Ah, wir verlieren einen Punkt in Law Enforcement. Oder wir kriegen mehr Radikale. Und das mögen die Nazis. Schauen wir mal. Die. Ja, was soll's? Müssten jetzt eigentlich glücklich werden mit uns. Also, wir sind plus 4. Also, wenn wir dann die Schiffe haben, dann schauen, ob das einen Einfluss auf die Verbindung auf jeden Fall. Damit du mehr Schiffe an Nagling führen kannst. So, was haben wir da? Kadiri wieder, oder? Das kennen wir schon. Grundsätzlich, wisst ihr was? Wir gehen darüber und ihr könntet uns was anbieten. Das wäre toll. So, was machen wir mit Kassembe? Kassembe Markt, was bietest du mir an? Das kein Papier. Du hast aber ein paar Möbel und Dings. Naja, wirklich. Oh, du hast Überschuss. Überschuss an Gummi. Was hältst du davon, wenn du mein Puppet wirst? Sex Infamy. Infamy. Wo sind wir denn gerade bei der Infamy? Auf 18. Oh, das wird sich sogar ausgehen. Kassembe colonized East Angola. Oh.
Mal schauen, was an. Das ist ja witzig. Obligation from Frankfurt. Das ist toll. Wollen wir uns gleich Frankfurt auch in den Markt? Frankfurt. Nope. Frankfurt Markt passt. Quasi Deutschland jetzt. Was haltet ihr davon? Wenn wir euch zum Puppet machen, wer würde euch zu Hilfe kommen? Frankreich, na, Spanien kann nicht, das weiß ich. Frankreich könnte, Großbritannien könnte, USA könnte. Wir probieren es trotzdem. Und Frankreich ist in der Customs Union. Perfekt. Warte mal, haben wir gleich noch eine Obligation gekriegt? Bitte sag ja. Nein, haben wir nicht. Okay. Das war das vorherige, das weggegangen ist. Substation refused. Sehr gut. Gleichzeitig hat Frankreich auch ein Diplomatic Play gegen die USA. Das finde ich sehr gut. Das finde ich gut. Weniger drauf erpicht, mir irgendwie Steine in den Weg zu legen. Oil Rush subsides. No frontier lasts forever. Na, okay. Okay, wir sollten Leute motivieren, in den Krieg zu ziehen. 40.000 Mann, mobilize, du greifst an der Lorenzo Marquez Front an und 47.000 Mann, mobilize, du greifst Dr. Tanganyika Front an. Perfekt. Alles. Okay, wie schaut das aus? Panama-Kanal ist eigentlich fertig gebaut. Wieso Construct Panama-Kanal? Wieso ist das noch immer nicht fertig? Ah, muss 90% besetzt sein. Das könnte natürlich ein Problem darstellen. Oh, es gibt hier keine Leute, oder? 0 von 5000. Okay. Es gibt keine Peasants.
Das Urban Center können wir nicht schließen. Können wir das zumachen wieder da? Bringt plus 100 Urbanization. Oh, das ist ja wohl bescheuert. Die Art und Weise, wie wir das in Suezkanal gemacht haben, ist für weitem die bessere. Nicht, dass wir das ganze, den ganzen Staat quasi, ganz Panama hätten wir erobern sollen. Da hätten wir dann genügend Leute. Werden den Panama-Kanal nie fertig kriegen, auf diese Art und Weise, finde ich gut. Vielleicht hätten wir den Hafen doch lassen sollen. Oh, Kassembe hat. Ah, wieso kriegt man dafür keine Nachricht, keine gescheite? Kassembe ist Teil unseres Marktes. Yes. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben sie in unser Einflussgebiet brutalized, könnte man sagen. Sie produzieren jetzt Gummi für uns. Ich hoffe, sie über. Denn wirklich Gummi für unseren Haufen. Komm schon. Drei Gummiplantagen. Keine Gummiplantage. Natürlich nett, wenn wir für sie Gummiplantagen produzieren könnten. Aber ja. Da haben wir einen lustigen Konflikt. Ganz eigentlich egal ist. Dazu führt, dass Frankreich schon wieder gegen die Vereinigten Staaten kämpft. Boah, das ist aber cool. Wenn die das schaffen, ist ja Frankreich da auch abge. Schnitten, aber das werden sie nicht schaffen. Offensichtlich hat Frankreich ja tatsächlich Truppen mal hergeschickt. Das ist mal was anderes. Hier ist zwar ein Amerikaner, der Krieg führt, aber ja. Gut, schau mal. Ist jetzt ein Power Projection. Schau das an. Und 25 durch das Friendly. Ja. Ich glaube, wenn wir noch mehr Truppen bauen, könnte es dazu führen, dass wir sie zum Rat machen können. Das wäre natürlich extrem cool.
Hätte ich auch ganz gern wieder in meinem Markt. Wie lange können wir es nicht machen? Finish Migration nach Sambesia. Okay. Gut, ganz kurz nur. Wo sehe ich da, wann ich das machen kann? 1923, okay. Gott. Also noch ewig. Mobile Armor Unlocked. Tank Production for War Machine Industries. Okay, das heißt, wir können War Machine Industries machen. Jetzt. Military. Sturmtruppen, chemische Waffen. Armor Wars Society-mäßig. Was fehlt uns da noch? Behaviorism. Minus 5. Oh, das wäre gar nicht so schlecht. Machen wir glatt. Das sind wir fast durch. Paved Roads fehlt uns noch. Okay, ja, in between Episodes werde ich mir die War Machines Fabriken anschauen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend, sonst was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.